Moin und herzlich willkommen zur 32. Folge unserer Miss Survival Staffel. Ich bin hier jetzt dabei, Mais zu grillen. Ich hatte mir eben gerade ein Roh reingepfiffen, weiß nicht, ob das so verträglich ist, ob ich mir dann irgendwie eine Lebensmittelvergiftung jetzt noch zuziehe, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, ja, das Ganze mal zu grillen. Sieht übrigens ziemlich lecker aus im gegrillten Zustand. Ich hatte die bisherigen Folgen, die hatte ich im Voraus gefilmt gehabt, weil ich wusste, dass ich jetzt Ende des Jahres 2019 umziehen werde, und das habe ich jetzt hinter mich gebracht. Ich habe das Spiel jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Ich bin jetzt also Version 0.3.10, und da hat es in der Zwischenzeit eine ganze Menge Updates gegeben, unter anderem neu jetzt, die Mine hat einen neuen Standort und der Berserker ist auch wieder da. Das würde ich mir sehr, sehr gerne mit euch zusammen angucken. Das hängen wir dann hier an diese Staffel an, denn jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, diese Staffel ausklingen lassen und ein paar Wochen warten, um dann nochmal eine neue Staffel anzufangen. Nö, ich würde das eigentlich gerne jetzt mit euch zusammen mir noch angucken. Es hat auch noch hier eine Änderung gegeben, das Holz, das sieht anders aus, und wir werden wahrscheinlich so im Verlauf dann irgendwie noch über die eine oder andere weitere Änderung dann stolpern. Bin sehr gespannt. Also ich würde sagen, wir haben jetzt Ende des Tages oder frühen Abend. Wir rödeln hier noch so ein bisschen, dann wird geschlafen und dann werden wir uns genug Proviant einpacken und Munition, und dann werden wir einfach mal abdüsen zur neuen Mine. So, was sagt das hier? Ja, auch gleich fertig. So, und ich glaube, ich werde dann auch erstmal keinen neuen Mais mehr. Also ich hatte jetzt nochmal Mais angepflanzt, aber ich denke, also wir haben Hühnerfutter, haben wir genug. Also irgendwie geht das nicht zur Neige. Obwohl die Hühner fleißig fressen, brauchen wir aber nichts Neues mehr ausstreuen. Das reicht also ewig. Da müssen wir dann uns nicht noch irgendwie, keine Ahnung, Blätter schmeiße ich mal eben raus, noch wieder neuen Mais anbauen. So, hier nochmal von dem guten Mais. Oh, der macht aber durstig. Okay. Weiß man das? Ja, ich hatte ja in der letzten Folge ziemlich viel Fleisch erlegt, also Essen habe ich jetzt hier mehr als genug. Gut, aber der Mais bringt natürlich jetzt nicht so viel wie der Bär. Dann lasse ich mal ein bisschen Mais da und pack mir lieber ein bisschen Bär, oder beziehungsweise ja Bär und Reh. Wir haben ja irgendwie, ja, gut was gejagt in der letzten Folge. So, was sagt denn jetzt eigentlich mein... Ja, nö, 16%, das ist in Ordnung. Die Reifen, die sind auch noch okay soweit. Dann packe ich mir hier mal ein bisschen noch Futter rein. Müssen wir ein bisschen das Inventar auch wieder leer kriegen. So. Hammer und Säge. Könnten wir... Ups. Ich weiß nicht, was wir da in der Mine, ob wir da irgendwas davon brauchen. Keine Ahnung. Ich würde... Da. Ich denke mir so, hä? Dann packe ich aber lieber mal vernünftiges Zeugs ein. Wie sieht's aus mit der Munition? Falscher Schrank. Hier. 12 Schuss. Das ist natürlich jetzt nicht das Allermeiste. Schrotflinte. Da hätte ich eigentlich gerne ein bisschen mehr. Haben wir denn noch Schießpulver? Also irgendwie habe ich gerade... Ach, guck mal hier, Madame hat auch eine neue Animation. Was hast du denn da? Was ist das denn? Das ist doch deine Waffe. Wieso ist deine Waffe da?
Rachel. Yes. Yes. Talk. Oh, ich kann dich begrüßen. I'm afraid that our food wouldn't be enough. Also ich habe Angst, dass unser Essen nicht ausreichen wird. Hallo, ich habe gerade den Kühlschrank gecheckt, Fräulein. Okay, so. Kann man ihr jetzt eigentlich nach dem Update? Nee, kann man immer noch nicht. Also Pistole kann man ihr immer noch nicht irgendwie. Aber ich kann... Moment, ich werde ihr einfach mal ein bisschen von der Munition wieder wegnehmen. 5 Schuss reichen dir ja, ne? Alles klar, mach weiter. Wo ist... Da ist Kate, da ist Scott. Kann ich dir irgendwas sagen? Achso, brauchst du Hilfe für irgendwas? Ah, sehr freundlich. So, hier mops ich auch mal die Munition. So, kann ich dir eine... Nee, eins wollte ich nicht, ich wollte 2. So. Genau. Nein, okay, alles klar. Scott. 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 So. Aha, du hast nur einen Schuss. Ja, nee, dann behalt den mal. Mach weiter. Was sagen eigentlich unsere Hühner? Oh, das sieht aber gut aus. Oh. Und wo ist Nummer 3? Da ist Nummer 3. Oh, das sieht richtig gut aus. Sehr schön. Wie viel da? 14 hätte ich noch. Und ich brauche aber dann Hülsen für Schrot. Könnte ich 7 Schuss könnte ich produzieren, wenn ich 14 mal Schwarzpulver habe. Habe ich denn da noch... Moment, ja, da kann ich auf jeden Fall ja doch was produzieren hier. So. Das machen wir schon mal. Was war das andere, was wir brauchen? Ach so, Low Quality. Der war da nicht drin. Da auch nicht. Da nehmen wir einfach mal, genau, dann produzieren wir hier nochmal. So. Hau rein. Und... Düpp, düpp, düpp. Das, wie lange dauerte das? Was stand da? 1,5 Stunden. Ja, dann ist natürlich dann wieder stockdunkel. Bis wir damit fertig sind. Pfeile und so müsste ich ja eigentlich mal einmal gucken. Equipment. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Wo hab ich denn... Der Bogen ist noch gut in Schuss. Messer können wir mal austauschen. Das sieht alles soweit gut aus. So, Pfeile habe ich auch noch genug. Ja, dann nehmen wir die mal mit. Und werden uns dann auch entsprechend die Waffe dazu mal irgendwie einpacken. Denn für einen Berserker hätte ich schon ganz gerne
ordentlich ein bisschen was zum Krach machen, hätte ich fast gesagt. So, die Dietriche, die könnten wir aber eigentlich mal hier lassen. Müssen wir ja nicht irgendwie mit Dietrichen rumhantieren. Wo sind die Brechstangen? Da. Packen wir uns davon mal eine neue ein, schmeißen die hier mit rein. Axt ist noch gut in Schuss. Pistolenmunition. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel das bringt dann. Aber können wir auch hier so, zack, beim Ganzen packen. So. Ja, komm, Sniper, was man hat, das hat man. Sniper schleppe ich sowieso die ganze Zeit mit mir rum. Und das ist ja hier für den. Für den Colt, ne? Dieses hier. Das ist doch für den, ja. Kann man das? Nee, kann man nicht. Okay. So, einmal die Waffen checken. Ist der geladen? Der ist geladen. Okay. Die Pistole müsste eigentlich auch vollgeladen sein. Ja. Die Schrotflinte. Ja, die ist auch vollgeladen. Die Spitzhacke habe ich im Auto. Verbände habe ich definitiv genug. Ja, im Prinzip müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis da diese Ingots da fertig sind. Was aber noch ein bisschen dauert. Wie sieht es denn hier eigentlich aus bei dem 39er Motor? Ach, haben wir Ersatzteile genug, ne? Oh, 75er Reifen. Könnten wir uns eigentlich mal irgendwie so ein bisschen Ersatzzeugs ins Auto packen für den Fall der Fälle, dass wir wieder angeschossen werden irgendwie unterwegs. Nehmen wir mal die und den 39er Motor. So. Einfach mal so ein bisschen. Der ist ja auch noch. Ja, der ist fast voll. Das ist okay. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt so weit eigentlich. Wenn dann hier das Zeug jetzt hier endlich mal fertig ist. Noch irgendwas anderes Sinnvolles in der Zeit machen. Nee. Ach du Schreck, da ist ja alles voll mit Holz. Können wir mal reinbringen. Bevor hier die Gestalten wieder rumlaufen. Ja, reinbringen ist auch so eine Sache, ne? Wegen Überfüllung geschlossen. So, schmeißen wir den Rest raus. Und wieder viel zu voll die Schränke. So. Wasser noch auffüllen. Ja, das sieht auch gut aus. Können wir eigentlich nochmal Neues aufsetzen? Eimer. Ach so, ich wollte gerade sagen, wo sind denn jetzt die Regentonnen, aber die sind ja draußen. So, dann starten wir das Teil gleich nochmal. Können ja schon mal
die Kopffunzel anmachen hier. Mal sehen. Na, gehst du wohl. So. Ups. Nochmal 6. Und Brennholz. Und das. Und dann können wir das gleich nochmal wieder anfeuern. So. Das gleich wieder weg. Den Eimer auch erstmal wieder hier rein proppen. Na, hab mich vielleicht mal jetzt irgendwie bewaffnen, zumindest irgendwie mal die Axt griffbereit haben. Im Fall der Fälle, das hier jetzt alle, mache ich hier aber mal zu. So. Und hier mache ich auch den Laden dicht. Ja, das hat ja schon fertig. Und das ist auch gleich fertig. Sehr schön. Wie sieht es dann aus? Wir können sogar noch einmal Schießpulver herstellen. Nehmen wir mal den. Da. Ja, das passt auch. Dann ist ja die Zeit auch durch für das andere. So. Perfekt. Munition. Wie viele können wir machen? 16 Stück. Die machen wir dann auch gleich. Und ach, da haben wir noch, da habe ich sogar noch mehr. Moment, wie viele kriegen wir denn jetzt hier hin? 9 Stück. Ja, dann ist Schießpulver alle. Okay, dann tun wir die hier rein. Und die kloppen wir hier mit rein. So, jetzt muss ich dann nur heile ins Haus kommen. Was sagt die Uhrzeit? Zack, ab ins Bett. Schotten dicht. Na? Können wir mal einen Happen essen. Und dann nochmal wieder schlafen. Sehr gut. Kopfwunzel aus. So, und dann würde ich sagen, Abmarsch. Einmal gucken, in welchem Zustand die Spitzhacke ist. Also wenn ihr hier jetzt im Hintergrund bei mir komische Geräusche hört, dann ist es, weil ich seit dem Umzug mein Zimmer hier mit meinem Hund teile und mein Hund liegt auf Schnarchen gerade hinter mir. Und ja, also wenn ihr Schnarchgeräusche im Hintergrund hört, dann ist das mein Hund. So, Spitzhacke 38%. Das ist aber jetzt nicht schön. Was kostet die Spitzhacke?
8 Stück. Gut, 6 hatte ich noch. Das ist okay. Dann werden wir das jetzt auch nochmal eben erledigen. So, dann mach das doch mal so, dann geht es ja schneller. Nee, dann machst du das nochmal so. Das dauert genauso lange. Ja gut, dann ist egal. Zack, bumm, okay. Ja, so. Also die Spitzhacke, auf die müssen wir nochmal eben warten. Ich sehe hier gerade Key Items. Das ist jetzt auf jeden Fall neu. Passive Items und reguläre Items. Okay. Also da wird es wahrscheinlich eine ganze Menge dann zu finden geben. Da gibt es ja auch dieses Puzzle am Hotel für die Türen, für diese blauen Türen, die wir ja nicht öffnen konnten. Und in der Mine soll es auch irgendein Puzzle geben, also irgendein Rätsel. Da müssen wir dann mal gucken. Da bin ich sehr gespannt, was ist da eigentlich noch so. Da gibt es ja dann noch wieder komplett neuen Loot im Hotel. Ich könnte jetzt eigentlich mal die Zeit nutzen und mal eben ein bisschen Blümchen gießen. Ne, das machen wir so, sonst habe ich mein Messer wieder in der Kiste und nicht da, wo ich es eigentlich brauche. So, hier hatte ich neu gepflanzt. Gucken, was unsere Tomatenpflanze sagt, die auch noch wieder ein Wasser braucht. Da huschte gerade ein NPC an mir vorbei. Na, ändert das jetzt nicht mehr die Farbe oder wie? Irgendwie wird das nicht dunkler, ne? Na gut. Wir haben auf jeden Fall Wasser draufgekippt. Und nicht zu knapp. Aber eigentlich hätte sich ja die Farbe da ändern müssen. Aber tut es irgendwie nicht mehr. Okay. Ja, kleines süßes Pflänzchen hier. Doch, hier wird es dunkler. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? War das Wunschdenken? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, gut, wir haben auch genug. Wir haben nun wahrlich genug Mais, also beziehungsweise wir haben hier 9-mal Samen, 11-mal Futter, das können wir gar nicht alles verwerten, von daher soll es denn jetzt auch mal gut sein. So, das Messer muss auf jeden Fall wieder auf die 1, so, dann müsste jetzt aber auch gleich schon der Kram hier fertig sein. Hier, ja, sehr schön. Spitzhacke, bitte einmal. Jawohl. Haben wir das? Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt aber auch einmal nochmal Wasser auffüllen und dann sind wir aber jetzt auch wirklich perfekt aufgestellt. Schwupp, schwupp.
Alles gut. So, den schmeißen wir hier noch rein. So, Abflug. Die NPCs, die können sich hier tummeln. So, wir müssen jetzt in diese Richtung hier. Die Mine hat einen neuen Standort. Das heißt, wir müssen an dem Dorf vorbei und dann hinten, deswegen habe ich mir auch ein bisschen Reserveteil eingepackt, hinten an dem Sniper vorbei. Das wird noch spannend. Was mir jetzt aber gerade auffällt, er hat die Scheiben von dem hier, von dem Pickup. Das hat er geändert. Die sind nicht mehr so dunkel wie vorher. Seht ihr das? Also man kann wesentlich besser gucken jetzt. Ich wollte hier mal eben einmal was gucken. Hier oben war doch diese Kiste mit dem, wo wir die Samen auch gefunden hatten. Und ich wollte mal gucken, ob das hier nachspawnt. Hier waren wir ja schon länger nicht. Das war ja gleich hier hinten. Oder hatte ich die Kiste, habe ich die mitgenommen? Dann kann natürlich nichts nachspawnen. Wahrscheinlich habe ich Depp die Kiste mit eingesammelt, ne? Ja, hier war die doch. Okay, gut. Nö, dann nicht. Dann jetzt Abmarsch zur Mine. In der Hoffnung, dass wir heile durchkommen. So, hier wird es jetzt spannend. Da vorne ist der Sniper. Und wir müssen hier irgendwie... Alter, wie soll man denn hier durchkommen? Ja, da fängt er an zu ballern. Hier geht jetzt die Straße weiter. Da sind wir aber gut durchgekommen. Das ist ein komplett neuer Kartenabschnitt hier. So. Utscht, utscht. Boah, das ist aber ganz schön weit, ne? Ah, Stopp. Was haben wir hier? Totenkopf? Hier sind wir richtig. Okay. Okay, cool. So. Das ist ja mal am Kartenrand, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, alles klar. Was sagt eigentlich unsere Episode? Oh nee, wir sind ja jetzt schon wieder bei einer halben Stunde. Oh, das ist bei diesem Spiel echt immer... Ich weiß, das ist jetzt ein fieser Cliffhanger. Aber wir gehen da jetzt auf jeden Fall mal einmal rein. So. Das ist aber sehr hell hier drinnen, ne? Oder bilde ich... Oh, jetzt. Okay, wir sind angekommen in der Mine. Stockfinster. Der Ladebereich ist... ja, okay. Okay, hier geht's los. Ja, ich würde sagen, ich bin jetzt mal gemein. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich mache hiervon jetzt mal einen Screenshot von dem Skelett. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei. Da werden wir hier definitiv die Mine untersuchen, gucken, was es hier für Neuerungen gibt, beziehungsweise die komplette Mine ist ja neu. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen zauberhaften Tag und sage Tschüss.